Also ich bin Monika Wies und ich komme aus der Schweiz, wie man unfair hört. Ich arbeite dort am Zentrum für Lehren, Lernen, Forschen und bin jetzt hier nach St. Pölten gereist, um am Tag der Lehre sowohl eine Präsentation zu machen, als auch einen Workshop zu leiten. Zwei Sachen eigentlich, ein größeres Konzept, das die Hochschule Luzern entwickelt hat. Es ist ein Evaluationskonzept, das in der Grundidee die Dozierenden dazu ermutigt, mit den Studierenden sehr stark in Dialog zu treten und damit die Studierenden mit in die Verantwortung zu nehmen, dass Lernen gelingt. Und die Tagung heißt ja zwar summatives Assessment und so weiter. Und wir sind jetzt im Umsetzen dieses neuen Evaluationskonzeptes und merken, dass eine neue Dialogkultur entsteht und damit Lernen und Lehren beiden Seiten mehr Freude macht. Das haben wir als eines mitgebracht. Und das zweite habe ich jetzt heute Nachmittag noch einen Workshop gemacht, wo wir sehr viel konkreter daran gearbeitet haben, wie können wir überhaupt diesen Dialog gestalten mit ganz einfachen Instrumenten, die ich vor allem während des laufenden Semesters immer wieder einsetzen kann, damit eben die Studierenden merken, wo ich als Dozentin mit ihnen hin will, beziehungsweise sie einschätzen können, wie gut haben sie schon gelernt und was müssten vielleicht wir Dozierende anders machen oder wir zusammen als Studierende und als Lehrende. Hin zu mehr Freude und zu mehr Erfolg. Weil ich behaupte, es ist zu spät, wenn wir erst ganz am Schluss in einem summativen Assessment feststellen, ob Studierende was gelernt haben oder eben nicht. Deshalb laufend im Dialog versuchen, Lücken zu füllen, aber auch Verantwortung an die Studierenden zu übergeben. Also ich komme jetzt gerade aus dem Workshop und das war für mich ein Highlight, mit den Dozierenden zu arbeiten, denn in einem ersten Schritt haben sie selber Methoden erleben können im Workshop. Dann habe ich in einem zweiten Teil einige Beispiele gezeigt und jetzt in einem dritten Teil haben sie eigene kleine Instrumente erfunden oder angepasst. Und da kann ich nur sagen, das ist ein Highlight für mich, dieser Workshop. Es hat so funktioniert und Sie gehen, glaube ich, jetzt wirklich mit Lust aus diesem Workshop. Und ganz spannend wird es dann für mich, noch am Schluss hinzuschauen auf diese Tafel, die ich hier als ein Instrument gesammelt habe, was waren die Höhepunkte und die Tiefs hier im Workshop. Das kann ich nachher in aller Ruhe im Zug wieder zurück in die Schweiz studieren und ein nächstes Mal vielleicht den Workshop ein bisschen anders machen oder wieder gleich. Ja, ich selber bin ja eine begeisterte Hochschuldidaktikerin und versuche natürlich all das immer wieder. Und was ich vorgestellt habe, sind alles Erfahrungen, ganz konkret, die ich mit Studierenden, aber auch mit Dozierenden gemacht habe, weil ich ja auch mit Dozierenden arbeite. Und diese Beispiele, die sind eigentlich erprobt von mir und ich bringe diejenigen vor allem, die einen Erfolg brachten, sei es mehr Freude, mehr Klarheit oder auch mehr Irritation, das darf ja auch sein, aber ja, es funktioniert und es verändert einfach Lernen und Lehren und das ist das, was mich so freut. Ja, es gäbe so vieles, ich erzähle nicht alles, aber ich kann nur sagen, ein Tag der Lehre in St. Pölten ist ein Must für alle, die irgendwie sich über didaktische Fragen austauschen möchten, denn das Format hier ist einfach so toll. Innovativ, es ist sehr kooperativ, wir arbeiten zusammen, wir tauschen uns aus. Also herzlichen Dank den OrganisatorInnen für diesen tollen Tag. Ich komme gerne wieder.